Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Friedrich der Große. Alles in der Welt ist Torheit, nur nicht die Heiterkeit. Es ist in unseren Tagen Mode, Krieg zu führen, und aller Voraussicht nach wird diese Mode noch eine Weile anhalten. Wenige Menschen denken, und doch wollen alle entscheiden. Diplomatie ohne Waffen ist wie Musik ohne Instrumente. Des Menschen Bestimmung ist, für das Wohl der Gemeinschaft zu arbeiten, der er angehört. Beleidigung mit Beleidigungen zu vergelten ist die Art des Pöbels. Man soll nur strafen, um den Ehrgeiz zu wecken, aber nie um zu demütigen. Dass ich lebe, ist nicht nötig, wohl aber, dass ich tätig bin. Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen. Der Beamte und der Philosoph beziehen ihre Stärke aus der Sachfremdheit. Kenntnisse kann jeder haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. Es heißt, dass wir Könige auf Erden die Ebenbilder Gottes seien. Ich habe mich daraufhin im Spiegel betrachtet. Sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht. Je mehr man altert, desto mehr überzeugt man sich, dass seine heilige Majestät der Zufall gut 3/4 der Geschäfte dieses miserablen Universums besorgt. Gewissheit erlangt man nicht vom Hörensagen. Ich bereite mich auf jedes Ereignis, das da kommen könnte, vor. Mag das Glück mir günstig sein oder ungünstig. Das soll mich weder mutlos machen, noch übermütig. Die Ärzte werfen sich zu Schiedsrichtern unseres Lebens auf und sind im Grunde doch nichts anderes als Zuschauer unserer Leiden. Die Klugheit ist sehr geeignet, zu bewahren, was man besitzt, doch allein die Kühnheit versteht sie erwerben. Wer sich an die Fantasie der Menschen wendet, wird immer den besiegen, der auf ihren Verstand einwirken will. Unser Leben ist so kurz, und wir haben meistenteils ein so kurzes Gedächtnis, dass wir uns nur über das Auserlesenste unterrichten sollten. Die Toleranz in der Gesellschaft muss jedem Bürger die Freiheit sichern, zu glauben, was er will. Ein wahrer Freund ist ein Geschenk des Himmels. Man braucht weder Luther noch Calvin, um Gott zu lieben. Ich habe sie zum Stabsoffizier gemacht, damit sie wissen, wann sie nicht gehorchen sollen. Man müsste es dahin bringen, dass sich alle Menschen des Fanatismus und der Intoleranz schämen. Nichts ist so trügerisch, als die Menschen nach ihrem Ruf zu beurteilen. Man kann in dem Urteil über große Männer nicht vorsichtig genug sein. Festigkeit besteht im Widerstand gegen das Unglück. Die erste Aufgabe des Gesetzgebers bleibt in meinen Augen immer, gleiches Recht für alle zu schaffen. Der Aberglaube ist ein Kind der Furcht, der Schwachheit und der Unwissenheit. Ich will der erste Diener meines Staates sein. Man soll die menschlichen Pläne und Unternehmungen nie nach ihrem Ausgang beurteilen.
Jeder Staat, in dem die Tugend überwiegt, ist den anderen auf die Dauer überlegen. Ohne Nachschub ist keine Armee tapfer. Bücher sind kein geringer Teil des Glücks. Die Literatur wird meine letzte Leidenschaft sein. Lasst uns weislich die kleinen Vorteile genießen, die uns zugefallen sind und uns erinnern, dass Erkennen lernen oft Zweifeln lernen ist. Das ist das Schicksal aller Größen. Überlegenes Genie setzt sich den Giftpfeilen des Neides aus. Wenn die Vernunft häufig ihre Stimme gegen den Fanatismus erhebt, dann kann sie die künftige Generation vielleicht toleranter machen als die gegenwärtige ist, und damit wäre schon viel gewonnen. Nichtstun ist halber Tod, das Leben äußert sich nur in der Tätigkeit. Ich glaube, ein Mensch, der gegen ein treues Tier gleichgültig sein kann, wird gegen seinesgleichen nicht dankbarer sein. Und wenn man vor die Wahl gestellt wird, ist es besser, zu empfindsam als zu hart zu sein. Gute Sitten haben für die Gesellschaft mehr Wert als alle Berechnungen Newtons. Durch jeden Schlag nach einem schwächeren Feind entehrt man sich. Seien Sie fest in Ihren Entschlüssen. Wägen Sie das für und wider vorher ab. Aber wenn Ihr Wille einmal erklärt ist, so gehen Sie um alles in der Welt nicht davon ab. Das Zeugnis, einige Wahrheiten entdeckt und einige Irrtümer zerstört zu haben, ist nach meiner Meinung die schönste Trophäe, welche die Nachwelt zum Ruhme eines großen Mannes errichten kann. Frechheit empört, Schwäche rührt. Nur feige Seelen rächen sich an überwundenen Feinden, und ich gehöre nicht zu dieser Zahl. Ihr verfluchten Kerls, wollt ihr denn ewig leben? Um die Irrtümer der Welt auszurotten, müsste man das ganze Menschengeschlecht vertilgen. Seine Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache. Bosheit ist eine Art Delirium und verwirrt den Verstand. Wahre Ruhmbegierde ist die Quelle aller großen Taten und alles Nützlichen, was auf der Welt geschieht. Alles, was aus Furcht oder Angst geschieht, trägt auch das Gepräge davon. Wäre nur eine Religion in der Welt, so würde sie stolz und zügellos despotisch sein. Es geht gut, der Berg ist überschritten. Ein Kompliment, das ans Herz geht, ist eine unerlaubte Annäherung. Gott ist immer mit den stärksten Bataillonen. Nichts hat mehr Ähnlichkeit mit dem Tode als Müßiggang. Ein unterrichtetes Volk lässt sich leicht regieren. Ein Augenblick des Glücks wiegt Jahrtausende des Nachruhms auf. Der Mensch wird zum Tier, wenn er nie einen Sonntagsrock anhat. Der Ruhm, der uns nicht glücklich macht, ist nichts als ein Wort, und der Ruhm, der unsere Untertanen nicht glücklich macht, ist eine Schmach. Ich liebe die Philosophie, weil sie meine Leidenschaften mäßigt und mir Gleichgültigkeit gegen meine Auflösung und gegen die Vernichtung meines Geistes gibt. Kein Mensch taugt ohne Freude. In den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen und der Herrscher schweigen.
Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.